Spektra, der Podcast zur Gesundheitsförderung und Prävention. Ein Podcast des Bundesamtes für Gesundheit. In jeder Schulklasse in der Schweiz sitzen durchschnittlich 2 Kinder mit einer Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, kurz ADHS. ADHS ist wohl die am häufigsten diagnostizierte Verhaltensstörung im Kindes- und Jugendalter. In dieser Episode gehen wir der Frage nach, wie Lehrpersonen im Schulalltag mit ADHS umgehen können. Und wir lernen den Fokusansatz der Fachhochschule Nordwestschweiz kennen. Ein Ansatz, der Lehrpersonen dabei unterstützt, Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten und Unaufmerksamkeit im Unterricht zu fördern. Herzlich willkommen zu Spektra Podcast. Die Kinder haben typischerweise wirklich Mühe, über einen längeren Zeitraum sich zu konzentrieren. Sie haben Schwierigkeiten, Reize zu filtern, also sowohl von außen als auch von innen. Sie haben vielleicht Ideen, die plötzlich kommen und gegen die sie sich gar nicht wehren können, wenn sie eigentlich doch sich auf etwas anderes konzentrieren wollen. Sie sind häufig sehr impulsiv und sie sind häufig auch motorisch sehr unruhig. Das ist allerdings nicht notwendigerweise der Fall. Also es gibt auch verträumte ADHS-Kinder, die eben nicht unruhig sind. ADHS ist eine Hirnfunktionsstörung, wobei die Aufmerksamkeitsleistung sehr stark eingeschränkt ist, erklärt hier Michael von Rhein. Er ist leitender Arzt für Entwicklungspädiatrie am Sozialpädiatrischen Zentrum in Winterthur. Die Störung zeigt sich im Frontalhirn. Es ist zuständig für die Verhaltensregulierung, aber auch für Entscheidungen, die Auswertung von Erfahrungen und für die gesamte Steuerung des Organismus. Funktionieren diese Filter im Frontalhirn nicht ausreichend, kann das Gehirn die einströmenden Reize nicht sinnvoll verarbeiten. Es kommt zu einem Datencrash. Dass ADHS vorwiegend im Schulalter erkannt und diagnostiziert wird, lässt sich auf die Entwicklung des Gehirns zurückführen. Also ein Kleinkind braucht noch keine große Konzentrationsleistung und Aufmerksamkeitsleistung und hat es auch tatsächlich noch nicht. Und das entwickelt sich erst dann im Schulalter bis ins jugendlichen Alter hinein. Und das ist der Grund, dass diese Störung dann erst erkannt werden kann. Besteht bei einem Kind der Verdacht auf ADHS, wird es an einem spezialisierten Klinikzentrum oder Praxis abgeklärt. Meist sind Fachpersonen für Kinder- und Jugendpsychiatrie oder Entwicklungspädiatrie für die Abklärungen zuständig. Die Ausprägung der ADHS-Symptome sind von Kind zu Kind ganz unterschiedlich, sagt Michael von Rhein. Die Diagnose ist nicht einfach und nicht immer so klar. Wann muss gehandelt werden? Ist vor allem nicht nur abhängig davon, ob man über irgendeinen Schwellenwert kommt mit seinen Verhaltensauffälligkeiten, sondern wie groß ist der Leidensdruck? Und das ist eigentlich die zentrale Frage. Ist das Feedback durch die Umwelt vielleicht ganz stark negativ, sodass ein Kind andauernd nur noch die Wahrnehmung hat, ich bin nicht okay, so wie ich bin, ich ecke überall an, ich habe dauernd Konflikte. Und wenn das der Fall ist, dann ist Zeit zu handeln. Betroffene sind aber nicht ein Leben lang auf eine Therapie angewiesen. Bei den meisten Kindern reift das Gehirn nach und die Symptome von ADHS verschwinden. Doch wer nicht handelt, kann langfristige Folgen mit sich tragen. Nur das Argument, dass jemand vielleicht in 2 oder 3 Jahren die Symptome nicht mehr so stark hat, sind für mich eigentlich noch nicht ausreichend, um zu sagen, na dann müssen wir dir ja auch keine Therapie zukommen lassen. Denn wie ich eingangs sagte, der Leidensdruck ist entscheidend und der Leidensdruck ist natürlich jetzt gerade akut. Das geht bis hin zu Selbstmordgedanken, dass man sagt, so will ich nicht weiterleben, und dann ist das entscheidend. Schwacher Trost zu sagen, sehr wahrscheinlich hast du in ein paar Jahren diese Probleme nicht mehr. Ich finde, da muss man direkt reagieren. Gerade das Umfeld in der Schule stellt für Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten und Hyperaktivität eine besonders anspruchsvolle Situation dar. Es kann sein, dass ADHS-Betroffene als kleine Kinder zufriedene und selbstsichere Kinder waren. Erst nach Eintritt in Kindergarten oder Schule treffen sie auf Unverständnis, Verhaltenskorrektur und kritische Bewertung. Das führt nicht selten zu einem dauerhaft herabgesetzten Selbstwertgefühl.
Die Kinder haben oft im Kontakt mit den anderen Kindern oder im Klassenverband schnell dann so eine Sündenbockrolle. Und dann heißt es, ah, das war wieder der Florian oder das war wieder der, weiß nicht wer. Sie wissen gar nicht so richtig, was mit ihnen los ist und merken einfach, ich bin andauernd, ecke ich an, andauernd bin ich irgendwie störend. Etwas ist mit mir nicht in Ordnung. Und das ist natürlich ganz, ganz schlimm für das Selbstbewusstsein und die Entfaltung der Identität. Ein weiteres Frustpotenzial für Kinder mit ADHS liegt darin, dass sie den Erwartungen der Erwachsenen gerecht werden möchten, es aber nicht können, sagt von Rhein. Ich sprach vorhin von dem Leidensdruck und aus meiner Erfahrung ist der Leidensdruck eben wirklich oft dadurch, durch so ein Misfit zwischen Erwartungen zum Beispiel der Lehrperson oder auch der Eltern und dem, was das Kind überhaupt leisten kann aufgrund von seiner ADHS-Erkrankung oder Störung. Also das finde ich ganz wichtig, immer wieder sich zu vergegenwärtigen, dass das aufeinander passt, dass also ein Kind, was ein ADHS hat, sich enorm anstrengen muss und dann vielleicht etwas leistet, was gar nicht so vergleichbar ist mit einem gesunden Kind, dass man das aber trotzdem würdigt, diesen Aufwand. Dasselbe gilt auch umgekehrt. Die Lehrpersonen realisieren, dass Kinder ihre Erwartungen nicht erfüllen. Diese Erfahrung macht Michael von Rhein und sein Team. Der andere Punkt ist natürlich, dass die Schulen häufig auch heute, sag mal, einen relativ hohen Leistungsanspruch an die Kinder haben und einen großen Druck aufbauen und relativ rasch mit der Frage kommen, was stimmt mit dem Kind nicht, wenn etwas nicht funktioniert im Unterricht. Da würde ich mir wünschen, dass vielleicht, sag mal, mehr Möglichkeiten vorhanden wären, individuell auf die Stärken und auf die Schwächen der Kinder einzugehen, die da in der Klasse sitzen. Und wir haben relativ viel Kinder, die angemeldet werden zur Abklärung mit der Frage, ist es ein ADHS, wo wir dann hinterher sagen, nee, das ist gar kein ADHS, sondern es ist einfach ein bisschen anderes Profil, als andere Kinder haben, wo man aber gut im Unterricht drauf eingehen kann. Und das löst in fast allen Fällen die Probleme ganz gut. Im Gespräch mit Michael von Rhein wird klar, ADHS im Klassenzimmer ist für alle eine schwierige Situation. Wir wechseln die Perspektive, verlassen das sozialpädiatrische Zentrum am Kantonsspital Winterthur und nähern uns dem Klassenzimmer. Wir gehen nach Solothurn an die Fachhochschule Nordwestschweiz. Da forscht und lehrt Markus Neuenschwander. Er ist Professor für pädagogische Psychologie und leitet das Forschungszentrum Lernen und Sozialisation. Er sagt, es ist wichtig, dass Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten in der Schule gefördert werden. Vor allem auch für den weiteren beruflichen Lebensweg. Kinder mit ADHS haben vielfältige Nachteile im schulischen Kontext. Kurzfristig haben ADHS-Kinder die Herausforderung der sozialen Integration. Das heißt, ADHS-Kinder werden häufiger gemobbt oder geplagt oder sozial ausgegrenzt. Wir wissen aus Studien, dass Kinder mit ADHS bei gleichen Leistungen eher weniger gut benotet werden, dass Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten in Übertrittsverfahren, zum Beispiel in die Sekundarstufe 1, schlechtere Übertrittschancen haben bei gleichen Leistungen und eben, dass sie auch bei der Suche einer Lehrstelle, beim Übergang in den Beruf, gewisse Nachteile haben. Also man findet sowohl kurzfristige Herausforderungen im Umgang mit den Gleichaltrigen, aber man findet dann vielfältige Nachteile in Bezug auf ihre Schulkarriere. ADHS-Betroffene bleiben mit ihren Schul- und Berufsabschlüssen häufig unter ihren Möglichkeiten. Das kann bedeuten, dass der Intelligenzquotient und das eigene Potenzial eigentlich viel höher liegen als der erreichte Abschluss. Neuenschwander beschäftigt sich unter anderem damit, wie Jugendliche den Übergang in den Beruf gelingt. In seiner Forschung hat er festgestellt, dass eine wichtige Fähigkeit dafür die Selbstregulierung ist. Selbstregulierung bedeutet, dass eine Person ihre Aufmerksamkeit, ihre Emotionen, ihre Impulse und ihre Handlungen steuern kann. Und genau diese Selbstregulierung fällt Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten und Hyperaktivität besonders schwer, sagt Markus Neuenschwander. Es stellt sich also die Frage, wie man Kinder dabei unterstützen kann, ihre Impulskontrolle und die Selbstregulierung zu verbessern. Antworten darauf liefert der Fokusansatz. Der Ansatz wurde an der Fachhochschule Nordwestschweiz im Rahmen einer vom BAG finanzierten Studie entwickelt. Wir haben einen pädagogischen Ansatz entwickelt
um Kinder mit ADHS im Unterricht zu fördern, sodass die selbstregulativen Fähigkeiten dieser Kinder steigen. Fokus ist eigentlich eine Abkürzung für Förderung von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten und Unaufmerksamkeit in der Schule und meint ein pädagogisches Konzept für Lehrpersonen, wie sie Kinder mit ADHS oder ADS im Unterricht fördern können. Die Wissenschaft geht davon aus, dass weder Ritalin noch pädagogische Maßnahmen die Krankheit ADHS heilen kann. Aber beide Behandlungsansätze können dazu beitragen, dass die Betroffenen langfristig besser damit leben können. Also die Symptomatik von ADHS eher abnimmt oder sich zumindest nicht verstärkt. Das sagt auch Neuenschwander, der in seiner Studie die Wirksamkeit von pädagogischen Maßnahmen wissenschaftlich begleitet hat. Und auch gehen wir davon aus, dass die Sekundärsymptomatik, die immer wieder im Anschluss an die ADHS-Diagnose entsteht, sich nicht ausbildet. Mit Sekundärsymptomatik meine ich Phänomene wie depressive Verstimmung des Kindes, sozialer Ausschluss, ja, und andere derartige Symptome, die man immer wieder bei ADHS-Kindern beobachten kann. Kurz und knapp, das beinhaltet der Fokusansatz. Der Fokusansatz basiert eigentlich auf drei Bereichen. Einerseits umfasst dieser Ansatz Maßnahmen, die sich auf die ganze Klasse beziehen. Wir nennen das klassenzentrierte Maßnahmen, die Klassenführung, Klassenmanagement. Zweitens gibt es kinderzentrierte Maßnahmen, das sind pädagogische Strategien, die Lehrpersonen mit den ausgewählten Zielkindern anwenden können. Und drittens gibt es Maßnahmen, die sich auf die Zusammenarbeit von Lehrpersonen und Eltern mit ADHS-Kindern beziehen. Gleichzeitig hat die Fachhochschule Nordwestschweiz eine Weiterbildung für Lehrpersonen entwickelt, um den Fokusansatz zu vermitteln. Zum Beispiel wird Lehrpersonen gezeigt, wie sie zu einem guten Klassenklima beitragen können. Eine wichtige Form von Strukturierung in der Klassenführung sind Regeln und Rituale. Insbesondere bei kleineren Kindern im Kindergarten im ersten Schuljahr sind regelmäßige Rituale hilfreich, weil sie den Alltag strukturieren, weil sie den Kindern Sicherheit und Vertrauen vermitteln. Wir haben festgestellt, dass manche Lehrpersonen zwar Rituale einsetzen, aber das Potenzial von Ritualen noch zu wenig nutzen oder ausschöpfen. Wir haben hier versucht, durch geeignete Rituale, etwa bei der Begrüßung der Kinder oder beim Wechsel zwischen verschiedenen Arbeitsformen, Hilfestellungen zu geben. Zum Beispiel haben manche Lehrpersonen ein Musikstück mit etwa 2,5 Minuten Dauer abgespielt. Und immer wenn dieses Musikstück abgespielt wird, wissen die Kinder, ich muss meine Arbeitsmaterialien, die ich auf dem Pult habe, aufräumen, weil nach Ende des Stückes eine neue Arbeitsphase startet. Für die Kinder ist es klar, wie lange Zeit sie haben, um dieses Material aufzuräumen, diese Zeit nämlich, wie das Stück dauert. Dieses einfache Ritual beschleunigt den Wechsel zwischen verschiedenen Arbeitsformen, gibt den Kindern Orientierung und Sicherheit. Für die Auswahl dieser pädagogischen Maßnahmen wurde das Forschungsteam von erfahrenen Lehrpersonen aus der Praxis unterstützt. Federführend war Dorothee Pudewell. Sie ist seit 28 Jahren Unterstufenlehrerin in Dornach. Meine Kollegin und ich haben aufgrund von einem Thema, zum Beispiel Raum, Regeln und Rituale, uns auf die Suche gemacht, was unterstützt die Lehrpersonen dabei, sich mit dem Raum auseinanderzusetzen, dass das Ziel der wertschätzenden Strukturierung erreicht werden kann. Dasselbe bei Regeln und Ritualen. Auch für die weiteren kindspezifischen Strategien haben wir uns ein Setting überlegt, das wir den Kolleginnen, die diese Weiterbildung besuchen, vorschlagen. Wie dieser Fokusansatz ganz konkret im Schulzimmer umgesetzt wird, erfahren wir gleich von Frau Pudewell bei einem Schulbesuch. Zuerst möchte ich aber von Markus Neuenschwander noch wissen, wie diese Weiterbildung die Lehrperson tatsächlich unterstützt. Die FHNW hat nämlich im gleichen Zug die Weiterbildung evaluiert und die Wirksamkeit der Maßnahmen geprüft. Die Fokusstudie wurde vom Bundesamt für Gesundheit in Auftrag gegeben. Auch die weiteren Ergebnisse der Studie zeigen, dass die Lehrpersonen einen wichtigen Teil der Weiterbildungsinhalte im Unterricht tatsächlich umsetzen. Und auch eine tendenzielle Wirkung auf die Eltern und die Kinder konnte in der Studie nachgewiesen werden. Hier ein Beispiel.
Eine Maßnahme, die wir im Rahmen der Weiterbildung vermittelt haben, war, dass die Lehrpersonen aus dem Teufelskreis ausbrechen sollen, dass sie aufgrund des unerwünschten Verhaltens der Kinder auch eine negative Haltung zum Kind einnehmen. Das heißt, Kinder sind unaufmerksam, die Lehrpersonen weisen das Kind zurecht, das Kind ist frustriert, das Kind ist noch unaufmerksamer, die Lehrperson ist noch mehr frustriert und so weiter. Es gibt einen Teufelskreis. Eine wichtige Botschaft in der Weiterbildung war, aus diesem Teufelskreis hinauszubrechen. Das heißt, dass wir Lehrpersonen Zeit gegeben haben, ein positives Bild zu diesen Kindern zu entwickeln, dass sie also trotz dieser schwierigen Verhaltensweisen, die manchmal diese Kinder zeigen, zu einem positiven Bild finden und dass sie ganz bewusst auch positive Merkmale des Kindes suchen sollen, im Gedächtnis aktivieren sollen. Und das ist offenbar insofern gelungen, als dass Lehrpersonen zu diesen Kindern jetzt eine positivere Beziehung hatten. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Bedingung für eine weitere günstige Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und den Kindern. Dorothee Pudewell ist selber Lehrerin und leitet die Fokus-Weiterbildungen. Gut 20 Kurse hat sie bereits gegeben. Dabei ist ihr aufgefallen, dass Lehrpersonen bei einem Kursblock ganz besonders viel mitnehmen können. Die Botschaft klingt zwar banal, ist aber ganz wesentlich. Die Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten oder ADHS haben einen Grund, warum sie sich so verhalten. Lehrpersonen werden in ihrer Ausbildung nicht spezifisch zum Umgang mit ADHS geschult. Darum widmet sich ein Kursblock folgender Frage. Was ist eigentlich im Körper und im Gehirn von diesen Kindern anders als bei normalen Kindern? Und wenn die Lehrpersonen da dahinter blicken, was da eben einen Unterschied ausmacht, dann fördern wir das Verständnis für die Situation dieser Kinder und es fällt nicht mehr eine Art Schuld oder eine Erwartung auf die Lehrperson zurück, da etwas nicht richtig gemacht zu haben oder etwas nicht zu können oder etwas nicht zu schaffen. Und das entlastet auch die Lehrpersonen, dass sie wissen, okay, ich bin nicht schuld, dass es sich so verhält. Ich bin neugierig geworden, wie der Fokusansatz im Schulzimmer zu spüren ist. Zeit, mir die Theorie mal in der Praxis anzuschauen und besuche Frau Pudewell und eine zweite Klasse der Unterstufe in Dornach im Kanton Solothurn. Dann beim nächsten Hüpfen, da steht 2 plus 2 plus 2 plus 2. Ich versuche, mich möglichst unauffällig im Schulzimmer zu platzieren. Das gelingt mir mäßig. Viele neugierige Augenpaare beobachten mich dabei. Dann konzentrieren sie sich wieder auf den Unterricht. Sie sitzen im Kreis auf einem runden Teppich und üben die Zweierreihe. Das Schulzimmer ist großzügig und aufgeräumt. Eine Tischinsel ist mitten im Raum platziert. Eine weitere parallel zur Wand. Wenn man sich da hinsetzt, ist der Rücken dem Fenster zugewendet. Es gibt eine liebevoll eingerichtete Leseecke mit kuscheligen Kissen und eine Art Ausstellung am Fenster mit Büchern, Spielen und Spielzeug, alles rund um Haustiere. An der Wand gegenüber der Tafel sind weitere Einzelarbeitsplätze eingerichtet und eine Kommode mit Schubladen. Da sind alle Arbeitsmaterialien fein säuberlich beschriftet und versorgt. Schultaschen oder Rucksäcke gibt es keine im Schulzimmer. Die wurden aus dem Zimmer verbannt, erklärt mir später Frau Pudewell. Die heutigen Schultaschen seien total überdimensioniert, für lediglich ein kleines Etui und ein Snüni. Als die Schülerinnen und Schüler eigenständig verschiedene Posten lösen, bestätigt Dorothee Pudewell meinen Eindruck. Der Raum ist durch verschiedene Bereiche strukturiert. Die Kinder wissen, was wo passiert. Das ordentliche, fast schon etwas leere Schulzimmer gehört zum Konzept vom Fokusansatz. Das oberste Stichwort ist die wertschätzende Strukturierung. Ich versuche in meinem Unterrichtsraum Illustrationen oder Dokumentationen so aufzuhängen oder darzustellen, dass sie ästhetisch strukturiert sind, also nicht irgendwie wild aufgehängte Bilder, wenn möglich. Und ich selber arbeite noch mit dem Ansatz der gewaltfreien Kommunikation, mit dem wir versuchen,
Struktur in Streitgespräche reinzubringen oder auch an der Wandtafel, das ist nicht eine tafelzentrierte Unterricht ist, sondern dort ist die Information, also so quasi ein Ankerplatz für die Information, was am Tag läuft, dass die Kinder eigentlich ohne meine Erklärung das sehen können. Was sehen wir hier auf dieser Tafel? Genau, jeden Tag haben wir einen Tageschef, der mit einem Drehbuch das Programm vorstellt. Wir haben also eine eigene Tagesschau. Der Tageschef begrüßt am Morgen die Kinder, die Klasse sagt das Datum. Wir üben da also schon die Wochentage, die Monate in der Reihenfolge. Dann gibt es den Wetterbericht. Da müssen die Kinder dann auch ein bisschen die Wahrnehmung haben auf dem Schulweg. Ist es kalt oder warm? Dann haben wir ein Wochenziel. Das ist immer bei mir jetzt da gerade in einem Bilderrahmen. Im Unterricht spreche ich Hochdeutsch, dass auch die Kinder und ich mich an diese Erwartung halten. Dann gibt es den Tagesplan. Der ist mit verschiedenen Symbolkarten dargestellt. Dann verabschiedet sich die Moderatorin oder der Moderator. So habe ich hier eine Struktur vom Tag, die Struktur von der Arbeit und die Kinder wissen, was sie erwartet. Können Sie eine Wirkung feststellen, was eine solche Struktur mit der Klasse oder auch mit einzelnen Kindern macht? Beobachtbar ist, dass es Sicherheit gibt. Die Kinder wissen, was von ihnen erwartet wird. Ich arbeite auch mit einem Arbeitsplan, auf dem dann zum Beispiel Seitenzahlen stehen oder ich habe Symbole und schreibe die Seitenzahl dann dazu. So diese wertschätzende Struktur gibt Klarheit, gibt Sicherheit, sie gibt Orientierung. Das ist die Erwartung, die ich Ihnen mitteile und Sie versuchen das zu erfüllen, weil Sie wollen gute Schulkinder sein. Und das unterstützt sehr. Manche Kinder würden das nicht brauchen, aber einige Kinder in unserer heutigen Zusammensetzung von Schulklassen brauchen das. Und was den einen nützt, schadet den anderen nicht. Und die schätzen das sehr. Diese Klasse hier, da habe ich... Ich durfte Sie vorher etwas beobachten. Sie sind sehr aufmerksam und machen gut mit und sind sehr ruhig, arbeiten sehr konzentriert. Es gibt wahrscheinlich auch andere Tage, wo das nicht alles so rund läuft. Wir haben eine längere Phase gebraucht, um Abmachungen miteinander zu treffen, dass die Kinder die Erwartungen von mir als Lehrperson kennenlernen. Und da habe ich verschiedene Instrumente dazu benutzt, um mit den Kindern daran zu arbeiten, dass sie ihre Erfolge, wenn etwas klappt, eben auch sehen. Und ich arbeite lieber auf der Erfolgsseite und unterstütze das, wenn erwartetes Verhalten gezeigt wird, als dass ich schwieriges Verhalten disziplinieren müsste. Das muss ich manchmal auch und dann habe ich verschiedene Möglichkeiten, dass ich die Kinder zum Beispiel an einen Einzelplatz setze oder was die Kinder auch selber erfragen, sind Pamir, Gehörschutz. Und wenn es schwierige Situationen gibt, dann führe ich Einzelgespräche und treffe individuelle Abmachungen mit dem Kind. Das ist dann so quasi wie ein Wenn-Dann-Plan für das Kind selber. Das kommt im Fokusansatz vor. Was könnte das für ein Ziel sein als Beispiel? Wenn ich ins Klassenzimmer komme, dann ziehe ich meine Finken an und gebe die Hausaufgaben ab und danach beschäftige ich mich mit einem stillen Start. Das ist eigentlich positiv formuliert, die Erwartung wird formuliert mit einer Formel, ja, die dann dem Kind sagt, was genau erwartet wird, dass es das eben auch erfüllen kann. Ich spreche diese Erwartungen oder diese Ziele mit den Kindern persönlich ab, da sie eine eigene Motivation dafür aufbringen sollen, dass sie es auch wirklich verfolgen, dieses Ziel. Und das wird dann auch nach Hause kommuniziert und so tragen eigentlich alle näher beteiligten Personen diesen Plan. Sie haben mir jetzt ganz viel zu diesem Fokusansatz erklärt und habe jetzt den Eindruck, das ist ein Ansatz, der grundsätzlich für Schulklassen sehr gut funktioniert und gut tut. So ist es eigentlich auch gemeint, denn es soll die Lehrpersonen dabei unterstützen, die Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten in ihrer Regelklasse gut zu fördern. Also wir wollen mit dem Fokusansatz den Lehrpersonen Instrumente in die Hand geben und Methoden noch einmal
mal aufzeigen, wie sie den Unterricht so gestalten können, dass die Förderung auch von verhaltensauffälligen Kindern gelingen kann. Das Wohlsein und Leisten können aller Kinder im Unterricht zu ermöglichen und eine gute Elternzusammenarbeit zu gestalten. Das ist eigentlich die Idee. Der Lärmpegel ist etwas gestiegen. Ja, es geht nämlich dem Schulschluss entgegen. Ja, dann machen wir doch da mal ja, genau. Ich bedanke mich bei Dorothee Pudewell. Sie hätte mir wohl noch von vielen spannenden Maßnahmen aus der Praxis berichten können. Wer mehr zum Fokusansatz wissen und selber eine Weiterbildung besuchen möchte, findet auf der Webseite der Fachhochschule Nordwestschweiz beim Zentrum Lernen und Sozialisation weitere Informationen. Wie es mit dem Fokusansatz nun weitergeht? Die vielversprechenden Resultate der Fokusstudie haben auch das Interesse der Politik geweckt. Im September 2019 hat die SVP-Nationalrätin Frau Verena Herzog ein Postulat eingereicht. Dieses verlangt vom Bundesrat zu prüfen, wie die Fokus-Weiterbildungen gesamtschweizerisch in die Aus- und Weiterbildung von Fach- und Lehrpersonen integriert werden könnten. Vom Bundeshaus zurück ins Klassenzimmer. Wir werfen noch einen letzten Blick in die Schulstunde von Dorothee Pudewell in Dornach. Denn da, wie könnte es anders sein, wird die Schulstunde gerade mit einem Ritual beendet. Die Schule ist zu Ende, wir geben uns die Hände. Die Schule ist schon aus und alle gehen nach Haus. Und noch bevor wir gehen, bleiben wir ruhig stehen und sagen auf Wiedersehen. Spektra, der Podcast zur Gesundheitsförderung und Prävention. Ein Podcast des Bundesamtes für Gesundheit.